Ich glaube, es ist Giveaway-Zeit. Habe ich das richtig gehört? Fangen wir direkt an hier mit der AK Redline. Schaut sie euch an. Ist sie nicht wunderschön? Sie ist viel testet und sieht dafür aber ultra aus, oder? Ich kann nichts erkennen. Keinen einzigen Makel. Das ist super schön, die Waffe. Gut, da hinten ist sie so ein bisschen abgeschubbert. Aber man muss halt auch vorsichtig spielen mit den Waffen. Das ist klar. Und da kommt noch schon die nächste Waffe reingeflogen. Die AWP Wurmgott. Auch in viel testet. Schaut euch das mal an, was für ein edles, elegantes Gerät das ist. Guckt euch die Krakengeschichte an hier. Also wenn das nicht cool ist, dann weiß ich auch nicht, was cool ist, ne? Die dritte Waffe von den fünf Waffen, die ich vergeben werde, ist die Tech-9 Re-Entry. Mit Flammen und sowas. Lass mal kurz gucken, was ist die MW? Was heißt jetzt MW? Wahrscheinlich Minimal Wear, ne? Damit könnt ihr übelst die Entry-Frags machen. Also man sieht es sofort, dass das vorne ist kein Feuer, das ist Blut, was an euch dran klebt. Wenn ihr daran teilnehmen wollt, teilt ihr einfach dieses Video auf Facebook mit dem Ad der Dummbabbler. Das ist meine Seite. Da seht ihr auch mein Gesicht auf dieser Seite. Es gibt noch einen anderen Dummbabbler, aber der ist natürlich sau schlecht. Ja, ihr seht mein Gesicht. Das gleiche Gesicht, das ich auch hier in YouTube drin habe. Das einfach damit reinmachen, dass ich Bescheid weiß, läuft der Hase. Und ihr schreibt einfach hier hinter das Video, ich esse gerne Wurstsalat. Auch wenn es nicht stimmt. Es ist nicht schlimm, ihr könnt ruhig auch mal lügen im Leben. Es ist nicht tragisch. So kann ich rausfiltern, wer eben mitmacht. Einfach das Video teilen, wie ich es eben gesagt habe, und hier unten drunter, ich esse Wurstsalat, schreiben. Und dann passt das. Ihr könnt nach diesem ersten Satz, könnt ihr alles mögliche andere schreiben. Das ist mir dann wurscht. Ihr könnt mir ruhig alles, haut alles raus, ja. Erzählt mir, was ihr morgen so macht, was ihr gestern gemacht habt, was ihr in 20 Jahren genau an diesem Tag machen werdet und so weiter und so fort. Und ob ihr gerne Wurstsalat esst. So könnt ihr mir dann ruhig mal schreiben. Als nächstes haben wir hier die StatTrak Negev Desert Strike. Ihr habt richtig gehört, StatTrak Waffe. Ich habe da noch gar keine Kills drauf gemacht, weil ich sie für euch einfach unangetastet lassen wollte. Ist die, was ist die? Factory New, Kinders. Das Teil ist Factory New. Ich muss direkt mal überprüfen hier. Ey, tatsächlich. Ist das was? Oder ist das was? Das ist doch was, und da kann man nichts sagen. Greift zu, ihr wisst ja, wie ihr mitmachen könnt. Jetzt kommen wir direkt zur letzten Waffe. Mal gucken, was ich da ausgesucht habe. Auch eine StatTrak-Waffe, ich kann schon hier auf meinem Zettel hier sehen. Da haben wir hier im Minimal Wear die StatTrak MP7 Armor Core. Die MP7 hört sich gerade so geil an, also es lohnt mal auch dazu zu schlagen, damit ihr halt auch eine gute Waffe habt, die direkt im StatTrak ist, die auch gut aussieht und ein geiles Geräusch hat, ne? Und was ich gerade gestern noch im Radio gehört habe, ist, dass wenn man einen Daumen nach oben gibt, dass man auf jeden Fall gesünder lebt.